Am 14.05. war das letzte Heimspiel des KSC in der zweiten Liga vor dem bereits feststehenden Abstieg. Es gab eine DFB-Strafe gegen den Karlsruher Sportclub wegen Fanrandale. Zuvor in Stuttgart wurden in Karlsruhe die Fans ausgeschlossen. Es wurde dann durch Verhandlungen erreicht, dass die Dauerkartenbesitzer der Haupttribüne und die bereits verkauften Gäste Fankarten Gültigkeit behalten. Und so war das quasi ein halbes Geisterspiel. Es war erwartet worden, dass eine größere Anzahl von auch gewaltgeneigten Anhängern das nutzen wird, um im Umfeld des Spiels möglicherweise eine bestehende Feindschaft auszufechten zwischen Anhängern vom KSC und Anhängern von Dynamo Dresden. Es war dann so, dass an die 2000 Gästefans angereist sind. Etwa 1500 haben sich am eigentlich vereinbarten Sammelplatz auch eingetroffen. Mit Tarnbekleidung uniformiert und dann zu dem Block, den Sie gerade gesehen haben, formiert, der dann unter massivem Einsatz von Nebelköpfen und extrem lauten Böllern Richtung KSC-Stadion marschiert ist. Der Polizeiführer hat sich entschlossen, diesen Marsch abzusichern, um sicherzustellen, dass dieser Marsch nicht abdriftet und am Stadion vorbeimarschiert in den Bereich des Schlossgartens Karlsruhe, in dem sich mehrere hundert bekanntermaßen gewaltgeneigte Anhänger des Karlsruher SC mit Unterstützung befreundeter, gewaltgeneigter Fußballanhänger aufgehalten haben. Diese hatten keinen Zutritt zum Stadion, hatten aber angekündigt, sie werden in Stadionnähe auftauchen. Das war auch so, die Aufklärungsergebnisse waren entsprechend. Die Kräftelage war so, dass man den Marsch, den Sie eben gesehen haben, mit diesem martialischen Auftreten und diesem massiven Einsatz von Pyrotechnik laufen lassen musste bis zum Stadion, weil sonst die Kräfte nicht ausgereicht hätten, alle gewaltgeneigten Fußballanhänger, die sich im Stadionumfeld aufgehalten haben, im Griff zu behalten. Womit die Polizei nicht gerechnet hatte, war, dass dieser Block uniformierter Fußballanhänger dann die Einlasskontrollen im Wildparkstadion mit massiver Körpergewalt überrennt. Dadurch gelang es natürlich, eine erhebliche Anzahl von pyrotechnischen Gegenständen mit ins Stadion reinzunehmen. Und auf einen extrem lauten Böllerschlag wurde dann der Gästefanblock besetzt. Ausschließlich durch Fußballanhänger in Tarnbekleidung. Einzelne Fußballanhänger mit Dynamo-Trikots oder ziviler Kleidung wurden mit Körpergewalt aus dem Block herausgedrängt, teilweise im Würgegriff aus dem Block herausgeschleift. Während des Fußballspiels wurde massiv Pyrotechnik eingesetzt. Dadurch wurde auch das Spiel massiv gestört. Nach dem Spiel wurden die Dresdner Fans wieder zu ihren Fahrzeugen zurückbegleitet. Da war die Stimmung etwas entspannter. Es wurde kaum noch Pyrotechnik eingesetzt. Die Rückfahrt verlief problemlos. Bis auf Beweissicherung durch Video und Fotografie hat der Polizeiführer keine Eingriffsmaßnahmen veranlasst. Ganz einfach, weil die Kräftelage so war, dass dann eine Eskalation der Lage nicht zu verhindern gewesen wäre. Er hätte zu viele Kräfte benötigt, um einzelne Straftäter aus dieser Gruppe herauszulösen, um nachher noch das ganze Stadionumfeld tatsächlich zu sichern, so wie es erforderlich war. Im Anschluss hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Verdacht des Landfriedensbruchs. Weil das, was Sie eben gesehen haben, stellt genau diesen Straftatbestand dar, neben anderen. Und eine Ermittlungsgruppe wurde eingerichtet. Die Auswertung des vorhandenen Foto- und Videomaterials hat ergeben, dass man letztlich 28 Personen identifizieren konnte, die augenscheinlich Organisatoren oder Kommandeure dieses Fanmarschs waren. Gegen diese Personen wurden Durchsuchungsbeschlüsse beantragt. Es sind sowohl Wohnobjekte dabei, als auch Geschäftsobjekte mit Bezug zu diesen Personen. Diese Durchsuchungsbeschlüsse wurden heute vollstreckt. Und zwar zeitgleich.
Ein Objekt in Basel über einen Rechtshilfer ersuchen. Ein Objekt bei Ulm in Baden-Württemberg. Ein Objekt in Brandenburg. Und die restlichen Objekte hier in Dresden. Und eins in Zwickau. Insgesamt waren das 33 Durchsuchungsobjekte. Soweit bis hierhin. Danke, Herr Dr. Wagner. Ja. Ja, wir haben am 17. Mai, also wenige Tage nach diesem Fanmarsch, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das zu diesem Zeitpunkt noch gegen Unbekannt gerichtet war. Konkrete Täter kannten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Tatvorwürfe lauteten hier auf Landfriedensbruch, aber auch gefährliche Körperverletzungen sowie Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und auch das Sprengstoffgesetz. Wir haben dann in der Folge die Polizei damit beauftragt, hier die Ermittlungen aufzunehmen und insbesondere einzelne Tatverdächtige zu identifizieren. Durch eine äußerst aufwendige Auswertung von Videomaterial, aber auch Internetrecherchen konnte die Polizei hier 28 Tatverdächtige feststellen. Gegen diese 28 Personen haben wir dann ein konkretes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei diesen 28 Personen handelt es sich um Personen, die im Verdacht stehen, diesen Fanmarsch mit den Gewalttätigkeiten organisiert zu haben. Das heißt, was wir nicht gemacht haben, wir haben keine Ermittlungsverfahren gegen normale Fans eingeleitet, die an diesem Fanmarsch nur teilgenommen haben, ohne andere Straftaten zu begehen, sondern das Verfahren richtet sich gegen die mutmaßlichen Organisatoren dieses Fanmarsches. Auf Grundlage der Ermittlungen der Polizei haben wir dann ab September Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt beim Amtsgericht Karlsruhe. Das waren zunächst 33 an der Anzahl. Davon bezogen sich 29 Beschlüsse auf Wohnräume und 4 Beschlüsse auf Geschäfts- und Vereinsräume, überwiegend in Dresden und Umgebung. Die Beschlüsse wurden heute Morgen in aller Frühe vollzogen. Wir haben dann kurzfristig noch 2 weitere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, weil 2 Beschuldigte sich in anderen Wohnungen in Dresden aufgehalten haben. Also kamen dann noch 2 Durchsuchungsbeschlüsse hinzu. Und das Ziel unserer Durchsuchung war natürlich, dass wir Beweismittel auffinden. Konkret ging es um Aufzeichnungen und Kommunikation, die auf die Planung des Fanmarsches schließen lassen. Daneben haben wir aber auch nach Pyrotechnik und der verwendeten Tarnkleidung gesucht. Wir haben letztlich eine Vielzahl an Smartphones, Computern und Speichermedien sichergestellt. Daneben haben wir aber auch Pyrotechnik und auch Tarnkleidung aufgefunden und auch beschlagnahmt. Darüber hinaus haben wir auch das Fahrzeug beschlagnahmt, das hier dem Fanmarsch vorausgefahren war und aus dem Kommandos gegeben wurden für den Fanmarsch. Gut, Dankeschön. Also dann nochmal kurz zum Wiederholen. Also 35 Objekte, wir haben in der Pressemitteilung noch von 33 gesprochen, es sind noch die 2 dazugekommen, die wir heute erst, oder wo die Staatsanwaltschaft heute erst die Beschlüsse dann erwirkt hat. Also 35 Objekte wurden insgesamt durchsucht.